Es gibt ein paar Dinge, die halten sich hartnäckig und dies hier ist so eine Sache. Man müsste erst mal dreimal mahnen oder genauer formuliert, der Gläubiger muss erst dreimal mahnen, ehe er dann irgendwie gerichtlich oder sonst wie was machen kann. Mein Name ist Marius Ebert. Ich will in diesem Video, ich habe es sicher schon mal an anderer Stelle gemacht, aber ich will in diesem Video nochmal diese Sache aufgreifen. Das ist Quatsch. Schauen wir uns genau an, wie es ist. Dieses dreimal Mahnen ist nichts weiter als ein Handelsbrauch. Es ist keinerlei gesetzliche Verpflichtung dahinter. Üblich ist, dass man eine erste Mahnung schickt, die man meistens gar nicht Mahnung nennt, sondern Zahlungserinnerung oder freundliche Erinnerung oder wie auch immer. Ja, denn man kann ja auch mal was vergessen. Etwas kann irgendwie auch auf dem Computer falsch abgelegt worden sein und dann übersieht man wirklich etwas zu bezahlen, von dem man genau weiß, dass man es bezahlen muss. Es kann also wirklich sein, dass diese Rechnung bezahlt wurde, ohne dass auf der anderen Seite irgendeine Böswilligkeit oder irgendeine Zahlungsschwierigkeit vorliegt. Dann kommt eine zweite Mahnung, die ist dann meistens etwas deutlicher formuliert. Alle Mahnungen sollten mehr oder weniger höflich formuliert eine Fristsetzung beinhalten. Und dann kommt die dritte Mahnung und in der dritten Mahnung spricht man dann meistens schon von diesen berühmten rechtlichen Schritten. Ja, die dritte Mahnung, die setzt jetzt voraus, dass der andere entweder nicht zahlen will oder, was wahrscheinlich häufiger Fall ist, nicht zahlen kann. Und dann geht man den Weg danach der gerichtlichen Durchsetzung. Ja, das ist also sozusagen hier vorgerichtlich und hat weder eine Rechtsgrundlage noch irgendeine rechtliche Wirkung, außer dass ein Zahlungsziel nicht vereinbart ist und der Schuldner durch Mahnung in Verzug gesetzt wird. Und erst wenn der andere in Verzug ist, dann kann man gewisse weitere Schritte gehen rechtlich. Da sind also die Folgen durchaus rechtlicher Art. Aber insgesamt ist das Handelsbrauch. Man macht das in unserer Kultur so. In anderen Kulturen macht man das anders. In anderen Kulturen verabredet man sich vielleicht zum Essen und dann sagt der eine: Mama, wir haben da ja zwar vereinbart, aber ich kann im Moment nicht, mir ist die Ernte verhagelt und ich habe eine Kuh zu einem schlechten Preis verkaufen müssen, weil und meine Familie und überhaupt und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann findet man da im Gespräch einen Weg. Und in anderen Kulturen kommt der andere direkt vielleicht mit der geladenen Waffe, was weiß ich. Ja, bei uns ist das ein Handelsbrauch und es ist keine Rede davon, dass der Gläubiger das machen muss. Ja, er kann, wenn er das will, sofort, wenn der andere innerhalb der gesetzten Frist nicht gezahlt hat. Das ist allerdings wichtig, die Rechnung sollte eine Frist enthalten, sonst muss man erst 30 Tage warten, bis der andere in Verzug ist. Aber wenn man von vornherein eine Frist gesetzt hat, was in eine Rechnung als Standard reingehört, ja, zahlen Sie bis zum bitte, dann kann man auch sofort hier diese rechtlichen Schritte, also die Klage oder Mahnbescheid, ne? Also danach halten wir es nochmal fest, Mahnbescheid, ne, das wird vom Gericht dann zugestellt oder die Klage oder erst der Mahnbescheid, der dann in eine Klage überleitet, ja, und so weiter. Das kann man auch direkt machen, wenn der andere innerhalb der Frist nicht bezahlt hat. Also noch einmal ganz deutlich, es gibt keinerlei rechtliche Verpflichtung, dass der Gläubiger, wenn er sein Geld nicht bekommt, erstmal dreimal mahnen muss. Ja, und was so in Foren erzählt wird, ja, dann muss er erst dreimal mahnen und vorher kann dir auch nichts passieren und so, ist Quatsch. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.